Hallöchen, willkommen zurück in der Einöde mit diesen beiden Idioten. Ich bin der dritte Idiot im Bunde. Seid ihr wahnsinnig? Wir haben euch gesagt, ihr sollt nicht mehr einschalten. Mann. Wenn ihr alle Warnungen ignoriert, dann können wir es auch nicht ändern. Die Reise hat geklappt, ich bin begeistert. Also behauptet am Ende nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Ja, dies ist... Für geistige Schäden oder... Überhaupt. Schäden nehmen wir, keine Haftung. Klagen werden hier kategorisch abgewiesen, ne? Das ist... gibt's nicht. Gibt's nicht. Oh, ich hab... So, erstmal ganzes Scheiß verkaufen hier. Theoretisch kann man eigentlich immer alles verkaufen, was man gerade nicht benutzt, ne? Theoretisch schon, ja. Ich bin sofort da. Was machst du? Combat Rifle, die ist auch nice. Aber kein Feuerschaden, ist aber stark vom Damage. Da probiere ich die auch mal aus. Die drei behalte ich erstmal. Ich habe noch. Oh, ein. Ich habe noch zwei Artefakte für dich, Rizu. Was? Ich habe ein. Für deinen Vogel. Brandschaden oder Schockschaden? Brandschaden habe ich, aber welche Stufen hast du denn da? Das sehe ich nicht. So. Ich lasse das mal fallen. Los, lass fallen. Achso, nee, das eine war, glaube ich. Ich habe drei jetzt fallen lassen. Ich glaube, eins war nicht für dich. Das war für mich hier. Die beiden da vorne sind für dich. Hinter dir. Mhm. Ich sagte hinter dir. Ich guck mir das gleich mal an. Ja, mach mal. Check große Feuernova. Aha. Was haben wir hier Schönes? Das ist das. Was haben wir hier? Das Schild klingt schon ganz nett eigentlich, ne? Was glänzt? Das Schild klingt ganz nett. Ja, das stimmt. Oh, ich hab doch auch vorhin eins auf. Was für ein Schild habe ich denn momentan? Sieht man das nicht auch irgendwo? Ja, ne? Das müsste ja das hier sein. Ja. Erzeugt kleine Feuerwalze, wenn aufgebraucht. Ich hab quasi schon. Da vorne warten übrigens gleich instant Gegner von uns. Ja, ich wäre gerade eben fast schon in die reingerannt. Ach, das sind Level-Ups, okay. Hat zwar kein Dings-Damage, kein Element-Damage, aber hat einen hohen Grund-Damage. Oh! Oh! Und wir wissen alle, Damage ist besser als Schaden. Alter Schwede, die Waffe knallt, das steht da weg. What the? Free to take it, Leute. Noch. Wie sich das so für Sniper nicht. Ich hab doch gerade jetzt die Tasche schon leer gemacht, was soll denn das? Achso, das läuft sich jetzt so leichtfüßig, sagst du? Knallharter Schläger, ja moin. Na, der Grunddamage ist nice. Alter Schwede, die Waffe ist cool. Die hier. Die kommt doch, ist nice. Also, wo mir da gerade Schaden gemacht hat? Ich belebe dich gleich wieder. Oder ich töte den knallharten Schläger einfach. Den linken. Hast du? Ja, hatte ich vor. Ich konnte so erstaunlicherweise nochmal nachladen. Komm auf den Turm. Also, dass Rich hier einfach reinläuft. Um dich zu healen. Ja, gleich ist er weg. Oh. Hm, Fusel. Das hat mir so viel Schaden gemacht. Okay, ich verstehe. Was denn? Hol mir mal eine Flasche Bier. Der Raketenwerfer, der da auf dem Boden liegt. Mach. Ja, das ist eine Erklärung. Hallo, hallo, Schnappes. Hallo. Funktion. Ist da irgendwas Interessantes? Nö, das war's.
Flaschen mit Pokémon. Nein, der Schnaps! Die habe ich auch gesammelt. So. Oh. Chill mal hier. Ein bisschen weniger Damage bitte. Beruhigen Sie sich. Können alles friedlich lösen. Indem ich zuerst anfange zu schießen, bevor sie überhaupt was merken. Wir klären das auf die typisch amerikanische Art und Weise. Erst schießen, dann Fragen stellen. So. Fangen wir auch zuerst schieße ich. Apfel? Sagst du das in allen Dingen? Das hat doch nichts drauf. Betretenes Schweigen. Mann, Alk. Warum müssen wir nicht gerade hin? Mit Flaschen sammeln. Immer dem Fusel nach. Immer dem Fusel nach. Wo ist der Fusel? Das sind die Flaschen, die die Gegner fallen lassen. Ja, ja. Aber wo? Wo sind die Gegner? Die sind zu schnell tot. Siehst du das nicht? Ach. Meine Waffe macht zu viel Schaden. Da muss mein Loot-Näschen wohl wieder ran. So, als auch hart, diese ganzen Pfand-Assis hier abzuballern. Das will ich aussammeln. Danke. Flasche mit Fuseln. Drei! Oh, kick da. Oh, oh, oh. Oh, Knockback. Noch eine Flasche, noch eine Flasche. 22 Stück. Facewalk, sei Dank, lebe ich noch. Haben wir noch eine Quest? Guck gleich mal, ich habe gerade ein bisschen was zu tun. Bin gerade ein bisschen beschäftigt. Nur diese Wannabe-Business-Typen. Gib mir gleich Wannabe-Business. Ich mache jetzt Business, ja. Was machst du denn für Business, hä? SMG-Muni! Ganz, ganz viel Business, so Twitch-Ho-mäßig. Oh, schade, wäre schön gewesen. Na, komm her! So. 514 Dollar. Das ist ganz nett. Money, money. Ich schau mal. Wo sind wir denn gerade? Wir sind in. Twitchers Landing oder so. Titanus. Moneyboy ist schon ein krasser Dude, so von der Neisigkeit her. War das nicht irgendwo, wo wir sind? Nee, scheiße, da ist nichts weiter da. Okay. Schade. Schische, schade. Wir könnten danach uns ja mal zum Titanus begeben. Was? Tetanus Warren. Wo ist der denn schon wieder lang? Keine Ahnung. Müll. Müll. Er wühlt mal wieder Müll. Das kann ganz ertragreich sein, ja. Also auch so hat die Welle gelernt, oder was? Ja. Mir ist es etwas. Ich habe da sehr viel geerntet, vor allem böse Blicke. Jagt jetzt alle Müll oder was? Du sprachst, erhielt ein Schild und eine Waffe. Hier rüber kommt man noch nicht, ne? Oh, ne, komm, komm. Achso, sauber, ach. Fritze. Kann ich mich rüberbacken? Nein. Schade.
Mono-Munition. Wie ruhig das hier ist, wenn keine Gegner mehr rumlaufen. Habt ihr gerade auch keine Musik? Also doch, gar nicht. Okay. Aber ist denn normal Musik? Ich habe das also bisher noch nie so ganz beobachtet. Ist ganz normal Hintergrund geben. Aber keine Kampfmusik oder so. Das ist ja arm. Nur Kampfmusik, nichts mehr. Alte Munition noch schnell mit dem. Gerade noch Geld aufgehoben. Als YouTuber darf man kein Geld liegen lassen. Das ist die heilige Pflicht. Heilige Pflicht. So, dann auf nach New Haven, würde ich sagen. Oder kommen wir direkt von hier aus zu Scrapyard? Tatsächlich, wir kommen von hier aus, oder? Echt? Ja. Yeah, geklaut. Aber was geht denn da jetzt wieder in die Luft? Nur ich. Nur Max, okay. Ich war bei. Ey, ich wollte mal direkt zu mitfahren. Nö. Ist das sowas Schlimmes? Tut das mal sein lassen. Ach. Lol. Bin ich jetzt? Perfekt. Dort tauschen. Tja, denn? Okay. Hat nur keiner damit gerechnet, dass du nicht aussteigst. Oh. Links! Um Gottes Willen, links! Nicht hoch. Yeah, nice! Ja. Lol. Ja, ihr macht das sehr, sehr gut. So werden die abgeschleppt. Lol. Na, hey, hören Sie mal. Da wo ich dahin, wo der gerade gekommen ist. Hören Sie mal. So nicht. So ja nun nicht hier. Dumme Sau, du. Entschuldigung. Ja, nicht du. Also vier Waffen in der Auswahl sind echt ein bisschen wenig. Müssen mehr Combat Waffen, Muni wäre schön. Säureschaden. Ich glaube, ich habe auch ein SMG mit Säureschaden, aber. Säureschaden so. Er ist auch nur praktisch, wenn die Spinnen auftauchen. Hm. Nö. Gehen Sie mal. Nun gehen Sie mal bitte. Hallo. Tschüss. Es geht mir schon besser. Ist da jemand? Hallo? Hier ist eine Combat Rifle. Ein Angebot oder was? Ja. Wie teuer ist die? 25. 28, Entschuldigung. $1,000,000. Eine Million, Bazillion, Schabadumillion, irgendwas Ion. Das ist tatsächlich eine Combat Rifle. 66. Ich glaube, meine jetzige dann. Ich habe 72 und hat auch. DJ? Ich glaub falsch. Brauche ich nicht, aber danke. Läuft Rizzo richtig? Nee, macht's doch richtig. La, la, la. Auf zu Crazy Öl, sein Scrapyard. Dieses Alien-Karten-Schwarten-Dings, das hat Krom. Der hat mich zweimal niedergestochen. La, 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 la. Ja, es ist la, durchaus ein integrer Typ. Dieser Crazy Earl. So viel vertrauenswürdig. Ich weiß auch nicht, also. Dem würde ich ein Haus abkaufen. Echt? Ich nicht.
Was? Ein Haus? Einen ganzen Wohnblock. Ach genau, Kammerschlüsselfragmente. Er sieht mit seinem Hitlerbärtchen auch sehr sympathisch. Ja, also prinzipiell Leute mit so einem Bärtchen, die sind immer... Alter, diese Fresse, ey. Oh, jetzt kannst du... Nee. Haben wir überhaupt noch hier irgendwas? Und dass wir falsch laufen, das wisst ihr, ne? Ich laufe ja nirgendwo hin. Ja, weil es jetzt die nächste Quest ist. Wir müssen uns jetzt aussuchen. Wir machen jetzt die in Grom's Canyon. Oder wir widmen uns dann doch mal Tetanus Warren mit diesen Level 21 Missionen. Können wir machen eigentlich, oder? Weil inzwischen steht da Schwierigkeit trivial. Boah, Leute, das ist eure Welt. Ich lebe nur darin. Machen wir. Du meinst, du lebst in unserer Matrix? Ja. Oh, komm, ich bin King Wee Wee getötet, oh mein Gott. Jump! Einmal muss ich das auch mal. Finn, der macht ab jetzt nicht mehr mit. Was? Weißt du, ist hier Gast auf unseren PCs und baut Scheiße. So wie wir es auch machen würden. Ja. Richtig. Doch ein Tempo drauf, ey. Mensch. Ich habe gehört, hier vorne gibt es Shopping-Coupons und so. Klapp-Trap! Das ist scheiße. Hat sich ja gelohnt. Links, immer links, genau, brav, immer links, genau. Ja? Falsch links. Du hast gesagt, immer links, aber. Ja, es gibt zwei links, das richtige und das falsche. Herr Riju! Ach, Kinder, das hören wir doch auf. Wir nehmen das Auto mit, ne? Ja, willst du dann, dass du mir hinten immer wieder reinfährst, willst du mir damit irgendwas sagen? Also irgendwie hat das Auto, glaube ich, gerade Paarungsphase. Ja. Ich kann es nicht erklären. Ja, natürlich. Ja, das war das Auto. Wieder zum nächsten Portal direkt, oder was? Jo. Läuft. Wo darf ich denn lang? Links. Ja. Dann rechts. Rechts. Geh mal Gas da. Komm mal nicht durch, wa? Anderen Weg gibt's nicht. Jungs, geil, euer Ernst? Außen rumfahren geht auch nicht? Nee. Geh weg. Nö. Könnt? Nö. Nee, nee, geht nicht. Oh, daneben nicht. Hallo? 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 So, ich bin hier. Mussten wir die nicht mal umfahren? Ja. Wo es 27 hätten sein können. Und 26 nur waren, weil du einen erschossen hast. Ja. Weil ich gestern einen Rennen gehabt, den Part. Deswegen weiß er das wahrscheinlich auch, oder? Ja, auch nur deswegen. Ihr könnt ruhig gerne hier reinkommen, also das ist nicht. Ich dachte, es ist nur für. Wips. Nur für Wips. Wips und Wups. Und er läuft draußen zu looten.
Looten und Level. Das muss drin sein in dem Spiel. Das hört dich auf mit dem Retro. Ja, so überkrass sind die leider auch alle gar nicht. Ich würde heulen, wenn du in jeder Kiste eine überkrasse Waffe hältst. Ja, du musst ja ganz schön verarscht vorkommen, jo. Ja. Na, wobei wir könnten sagen, er ist so schlecht, er braucht das einfach. Um mein Handicap. Das war jetzt schon gemein. Um mein Handicap auszugleichen. Da leg die Truppe weg. Da ist auch kein Handicap mehr. Das Handicap kann man nicht ausbrechen. Hat sich schon den ganzen Körper ausgebrochen. Alter. Hast heute auch oder ein? Ich hör dem gar nicht zu, dem Mann. Der ist ein Mann. Ja, ich höre selten irgendwie auf Leute, die geistig nicht mehr ganz da sind. Ja, doch eh. Hilfe! Ich bin da körperlich in der Ganze. Wenn man jahrelang an so einer Tanke neben einem Behindertenzentrum gearbeitet hat, dann gewöhnt man sich dran. Meinst du, es härtet ab? Ja. Toilette auf Doom? Seid ihr überhaupt, Jungs? Da vorne seid ihr. Dann sagt zu Glock. The Clock sagt, glaube ich, noch nicht um. The Clock sagt, wie du the door pass at the next part. Okay. Warte, ne, ja. Denne, tschüssen. Ja, ciao, ciao, ne.